Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschel und schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so eine weitere Folge von meinem kleinen Goldtagebuch präsentieren. Und da wollen wir uns angucken, was ich so im letzten Zeitraum, 4 Wochen etwa, einen Monat an Gold verdient habe. Dafür wollen wir so ein bisschen die Postkasten ausleeren. Und ich habe insgesamt 5 Jars müssten es sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, wo wir uns das angucken. Bevor wir da aber einsteigen, würde ich sagen, wir schauen uns jetzt mal den Stand an, den wir vor einem Monat hatten, beziehungsweise was wir aktuell haben. Ich habe aktuell, schauen wir uns erstmal hier in der Tabelle das an. Also das letzte Mal waren wir bei 21,8 Millionen auf dem Main-Account, 33,6 Millionen auf dem Second-Account, zusammen auf insgesamt 55,5, gibt eine schönere Zahl, Millionen, genau. Das ist so der Stand, den wir vor einem Monat hatten. Ich habe auch schon ein paar Konsumausgaben eingetragen hier. 1.365.000 haben wir quasi für Konsumausgaben ausgegeben. Wenn euch das genauer interessiert, was das alles ist, da habe ich eben gerade auch schon das Wasty-Video zu aufgenommen. Könnt ihr gerne auch in die kleine Videoserie reinschauen. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal den Ist-Zustand an. Ich habe hier auf dem Second-Account 32,7 Millionen und auf dem Main-Account 19,9. Also bei beiden ein bisschen was quasi im Minus, aber das sind wahrscheinlich dann auch die Konsumausgaben. Gut, jetzt gucken wir, anders als wir es die letzten Male gemacht haben, fangen wir nicht mit meinem Main an, sondern hier auf Antonidas auf dem Second-Account mit quasi dem Twink, wo ich halt einfach allen möglichen Ramsch verkaufe. Viele Verkäufe habe ich nicht, wie ihr seht, gerade mal 265 Verkäufe. Das sind aber manche Teile auch schon ein bisschen was, hier 42k. Komischerweise sind es die restlichen Items, die ich hatte, von den Legendary-Dingern, ne, aus Shadowlands. Und zwar ist das teilweise hier dann die Rang 4, 5, 6, 7 Teile, die ich nur über hatte. Ich stelle aktuell Rang 1 her fürs T-Mog und verkaufe die. Und ich denke mal, die Leute kaufen hier teilweise dann die Rang 4, 5, 6, 7 Teile auch für T-Mog. Wobei es gar keinen Sinn macht, ob du ein Level 1 Ding hast oder ein Level 7 Teil. Du kriegst das T-Mog von beiden das gleiche. Bloß kostet das Rang 7 oder Rang 5, ich weiß nicht welches das war, halt das Zehnfache oder sogar noch mehr. Ich weiß nicht, warum die Leute das Zeug kaufen. Macht überhaupt keinen Sinn. Für mich ist es gut, weil ich jetzt teilweise noch ganz gut Kohle aus dem Zeug ziehe. Ich bin schon fast am Überlegen, ob ich wieder höhere Ränge herstelle. Die kosten natürlich mehr in der Herstellung, dass ich Idioten quasi das Gold aus der Tasche ziehen kann, die höheren Ränge kaufen. Oder ich weiß nicht, ob die da vielleicht auch ein Legendary bauen, aber das, weiß ich nicht, macht eigentlich keinen Sinn, außer das T-Mog zu haben. Gut, egal. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Gold ruhig gemacht. Jetzt nehmen wir das mal raus. 500k sind alleine da schon mal drin. Und zwischendrin, sieht ihr, sind es halt noch Kleinbeträge. Irgendwelche Pets haben wir hier verkauft. Sogar für 28k, so klein ist der Betrag gar nicht. Oder es sind irgendwelche Materialien, also ihr seht dann hier irgendwelche Stoffe, Erze und anderen Stuff, den ich halt beim ganz normalen Spielen kriege. Ich schicke halt einen ganzen Ramsch, den ich auf Antonidas bekomme, zu dem Char hier. Und ja, da kommt ein bisschen was zusammen. Das meiste sind aber anscheinend hier echt die Sachen, die noch übergeblieben sind aus Shadowlands, ne? Die verkaufe ich gerade so langsam ab. Und ja, auch Kleinvieh macht Mist. Zum Beispiel haben wir schon rausgezogen, ja, schon 800.000. Gar nicht schlecht. Oh, ich muss gleich mal aufpassen, dass wir nicht wieder ans Gold... Ah, wir overcappen hier, ne? Jetzt sind wir dann am Goldcap. Jetzt muss ich wieder Gold wegschicken. Ja gut, okay. Also alles konnten wir jetzt gar nicht rausziehen. 1,2 Millionen, naja. Dafür, dass das hier eigentlich alles nur Mist war, ist das jetzt schon gar nicht schlecht. So, jetzt habe ich hier blöderweise mein Post-Addon nicht an. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir das hier, auf welchem Char wir das zwischenlagern können. Okay, der Hunter hat eh schon relativ viel. Auf den Monk muss ich nachher eh noch loggen. Dann schicken wir den Monk. Dann mache ich einen dritten Char auf. Komm, ich schick's auf den Hexenmeister. Das ist wahrscheinlich cleverer. Schicken wir auf dem Hexer einfach mal 4 Millionen. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal safe für die nächste Zeit. So. Also ihr merkt schon, ich rechne, dass ich mit dem da die nächste Zeit auch nochmal ein bisschen Gold rausziehen werde. So, okay. Also wir hatten jetzt 1,2 Millionen rausgezogen und jetzt nochmal 500.000, ne? Also doch schon einiges. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir mit dem doch noch so viel drin haben. Jetzt können wir mal gucken, was da noch so schlummert bei den Auktionen. Ja gut, ich habe hier noch ein bisschen altes T-Mog, ne? Da ist noch einiges da.
Ob das jeweils für die Preise weggeht, sei jetzt mal dahingestellt. Dann klar, Legendary Base Pieces habe ich nur einige. That's it eigentlich, ne? Mats staunen sich gar nicht mehr so an, ne? Weil die ja jetzt quasi durch alle möglichen Server verkaufbar sind. Also es ist ja EU-weit. Hast du jetzt gar nicht mehr so viele Mats rumliegen. Eigentlich, wenn du Mats ins Sahar stellst, für den quasi günstigsten Preis, die gehen eigentlich sofort weg. Ja, es sind jetzt hier noch knapp 400 irgendwas Items, ne? Meistens T-Mog, wie ihr hier seht. Gut, mal gucken. Dann locken wir hier mal um. Und zwar habe ich hier auf Anto noch zwei weitere Chars, die ich jetzt wieder quasi reaktiviert habe. Einmal den Hunter und einmal den Monk. Und mit den beiden habe ich jetzt aktuell wieder, stelle ich diese Legendary-Sachen wieder her, aber auf Rang 1, um dementsprechend die einfach für Profit zu verkaufen. Da werden wir jetzt auch gleich mal reinschauen. So, während wir da einloggen, bin ich jetzt hier auf Lothar, auf meinen Hexenmeister. Und mit dem habe ich 400 Verkäufe, wie ihr seht. Warte mal, da seht ihr das dann nicht so ganz. Und mit dem verkaufe ich halt auch allen möglichen T-Mark-Scheiß. Was haben wir hier? Haben wir irgendeinen Lendenshorts der Schnelligkeit verkauft für 56k, ne? Also ich rate jedem davon ab, T-Mark explizit zu farmen, um es zu verkaufen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das verkauft sich viel zu langsam. Aber wenn ihr es eh kriegt nebenbei, wenn ihr für euch selber was farmt, dann natürlich mit ins AHA, ne? Und ja, ziemlich viele Mats, wie ihr seht, also auch viel Kleinzeug, hier auch irgendwelche Pläne, das sind halt alles mögliche irgendwelche Crap-Sachen, aber über die Masse und die Zeit verkauft sich's dann auch, ne? Sind halt hier jetzt gerade mal 100k, weil da jetzt nicht diese, High-Ticket ist jetzt bei 40, 50k, ist vielleicht auch noch ein bisschen übertrieben zu sagen, aber zumindest so mittelmäßige Sachen und nicht so ganz viel Kleinviehzeug, ne? Das summiert sich dann schon auch zusammen. Gucken wir mal, ob wir da noch irgendwie ein paar höhere Sachen dabei haben. Es kann ja immer nur maximal quasi 100 Sachen anzeigen. Ah, schau mal, was haben wir da? Da haben wir anscheinend auch nochmal ein paar Ringe verkauft der Vielseitigkeit. Ich weiß gar nicht, ob das Craft-Sachen. Markloser Kampfstein. Ich level ja viele Chars über Pet Battle. Und es gibt Pet Battle-Steine, wo man ja Pets quasi auf die Qualität von Blau bekommt, die man auch im Auktionshaus verkaufen kann. Relativ selten dabei, aber wenn man öfter Chars über Pet Battle levelt, dann kriegt man die immer mal wieder. Und ich habe meine ganzen Pet Battle Viecher, sie sind alle auf Blau, beziehungsweise auch auf Stufe 25, also ich brauche diese Steine nicht unbedingt. Und dementsprechend verkaufe ich die dann immer mal wieder mal. Ist ganz nett. Pet Battle jetzt mit der Intention zu machen, diese Steine zu farmen, macht natürlich keinen Sinn, aber wie bei dem T-Mog, wenn es nebenbei als quasi Abfallprodukt abfällt, klar, alles mit ins Auktionshaus. Ja, seht ihr hier auch irgendwelche Illusionen habe ich hier noch drin. Ich glaube, da ist auch viel Stuff noch dabei, wo ich VZ geskillt habe, was so ein bisschen nebenbei abgefallen ist, ne? Ein paar Sachen habe ich auch quasi gecraftet gehabt mit meinem VZ, beziehungsweise mit dem Schneider, was ich mit dem hier habe, um zu gucken, ob ich damit Gold mache. Aber es hat halt ewig gedauert jetzt, dass es verkauft worden ist. Gut, das waren jetzt nur 600k, haben oder nicht haben, ne? Ein bisschen was zumindest. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier dauert es leider jetzt ein bisschen, bis wir ausloggen können. Anders hin kann. Ich bin nämlich aktuell hier, unten seht ihr diesen Pool. Das ist hier in Maldraxxus. Da kann man so Blubs reinschmeißen. Und wenn man die richtige Konstellation reinschmeißt, dann spawnen bestimmte Bosse. Und ich brauche noch einen Boss. Brandblase schimpft sich der. Und der hat einen Zauberstab dabei. Und das Ding will einfach nicht droppen. Das Ätzende ist, wie bei anderen Rares, wo du hingehst, den Rare umhaust und fertig ist, sondern da musst du halt irgendwie 20 Minuten lang diesen Kack reinschmeißen, dass du dann dementsprechend die Chance hast, das Item zu kriegen, ne? Und das ist ein bisschen ätzend, ehrlich gesagt. Jetzt gehen wir hier auf den Main, dabei müssten wir auf den Second Account, auf den Hunter eingeloggt sein. Und ja, hier habe ich jetzt einige Verkäufe, naja gut, zumindest 158. Und da seht ihr, das sind eigentlich die ganzen Geschichten, wo ich hier dieses Rang 1 Dinger gecraftet habe. Und das ist jetzt nicht richtig viel Gold, ne? Teilweise nur zwischen 1000 und 2000 Gold. Die Teile kann ich aber teilweise für unter 1000 Gold craften, selbst wenn ich es dann nur für 1,4, 1,5, 1,9 oder 2k verkaufe, mache ich ein bisschen Gewinn. Es ist kein Riesengewinn, aber die Masse macht es dann halt, ne? Das wollen wir jetzt mal raus. Hier auf Anto sind die Preise tatsächlich ein bisschen am Sack, wenn wir ehrlich sind. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter zurückscroll, seht ihr, dann ist es hier tatsächlich höher, ne? Da habe ich dann die Teile für 4000, 5000, 7000 verkauft. Das war am Anfang, wo dementsprechend der Patch rauskam, waren die Sachen mehr wert.
Wenn ich jetzt hier weiter runter scroll, seht ihr, da habe ich dann teilweise mal auch 9k gekriegt für ein Item. Da hast du dann ein bisschen bessere Gewinnspannen gehabt. Ich muss jetzt mal gucken, wie es jetzt die nächsten Wochen noch läuft, ob sich das dann noch rentiert. Tendenziell geht es halt immer weiter runter. Seht ihr, wenn ich jetzt hier scroll, da habe ich die Teile für 5k wahrscheinlich eher im Schnitt verkauft am Anfang. Ne? Teilweise mal für 12.000, 14.000 eins. Da ist es leider immer schlechter geworden. So, nehmen wir das Ganze raus. Jetzt gucken wir mal, was haben wir da umgesetzt. Naja, fast 500.000. Auch nicht so verkehrt. Gut, dann locke ich jetzt mal noch zu meinem Monk um. Und dann müssen wir beim Hexer, wo wir vorhin die 4 Millionen rübergeschickt haben, das auch noch rausnehmen, dass dann der Betrag wieder stimmt. Jetzt gehen wir erstmal einmal auf den Monk. Und dann gucken wir mal beim Main. Beim Main habe ich tatsächlich ein bisschen mehr Stuff drin. Und zwar, seht ihr, habe ich da 1355 Mace drin. Jetzt mag der eine oder andere denken, das ist jetzt richtig, richtig viel Stuff. Das Ding ist, mit dem kriege ich natürlich, wenn ich normal spiele, auch einen Haufen so kleinen Scheißzeug. Vor allem aus diesen Kisten kriegst du halt einen Haufen Zeug raus. Und das sind halt sehr viele so kleine Beträge, ne? Da, wo natürlich jetzt nicht so viel zusammenkommt. Was ich mit dem unter anderem auch gemacht habe, ich habe mit dem Schmied und Lederer, ich habe dann hier diese Dings gecraftet, ne, diese Legendary Base Piece Teile. Also da habe ich einen Haufen Stuff von drin. Und ich habe da auch ein paar aktuelle Sachen gecraftet. Ich kann euch das mal zeigen, was ich da gebaut habe. Es gibt da... was sind sie denn? Hier, so PvP-Teile, ne? Es ist halt die Sache. Teilweise hier 800 Gold Herstellkosten. Man kann sie für 1400 verkaufen, da macht man schon Gewinn. Die schwanken aber sehr. Teilweise sind die dann wieder im Minus, dann sind sie mal wieder im Plus. Hier habe ich zum Beispiel fast gar keinen Gewinn. Manche sind tatsächlich auch im Minus, oder? Obwohl, die sind zumindest 50 Gold im Plus, aber selbst da lohnt es sich nicht, weil du hast ja Zeit, die einzustellen und den Auktionshaus-Cut, der auch noch dazu kommt und dann ist das Ding eigentlich definitiv im Easy-Bereich. Das Ganze gibt es bei Leder halt auch noch, aber wie gesagt, da ist der Markt halt sehr schwankend. Ab und an sind sie im Minus, dann sind sie wieder im Plus. Ich habe aber einige von den Dingern hergestellt, wegen eines Achievements, wo man so Aufträge machen muss. Ne? Da gibt es so, ich glaube, 1000 Aufträge, öffentliche oder persönliche Aufträge muss man erfüllen. Und da habe ich mir mit einem anderen Char einen Haufen Aufträge geschickt mit diesen Dingern, habe die gecraftet, habe das dann wieder an den Char zurückgeschickt, der es gecraftet hat, also der Druid hier, und stell die dann zur Haar. Ne? So habe ich zwar, habe ich zum einen das Achievement fertig gekriegt und als Nebenprodukt noch diese Items, wo ich eventuell noch ein bisschen was an Gewinn machen kann. Viel ist es nicht, aber ein bisschen was. Also bevor wir jetzt den Main machen, weil es so viele Items sind, schauen wir jetzt noch bei dem Twink hier rein und seht ihr, bei dem habe ich auch diese Legendary-Dinger verkauft. Hier teilweise Schmied und Schneider, und die sind tatsächlich mehr wert als das Lederzeug. Seht ihr? Da sind es dann teilweise 12.000, 10.000, also mit dem habe ich wesentlich mehr gemacht, komischerweise. Ich weiß gar nicht, warum Leder so runtergedumpt ist. Wahrscheinlich, weil halt da relativ viele Leute das Craften noch können, ne, und versuchen damit Gold zu machen. Dann gehen die Leute immer weiter runter im Preis und dann rentiert es sich halt irgendwann nicht mehr. Also ich denke mal, schau mal, da habe ich teilweise hier 25k für ein Teil bekommen. Ich weiß nicht, was da die Herstellkosten sind, ne? Bei den Schmiedesachen sind sie schon ein bisschen teurer als Leder. Da habe ich schon 2.000, 3.000 Gold-Craft-Kosten, oder? Ich muss mal gucken. Das sind ja immer... Ach nee, da habe ich nur Shadowlands. Seht ihr jetzt, im Rang 4 wären 15.000 und ein Rang 1 hat hier 4.000, ne? Gut, das ist schon ein bisschen höher. Oder hier, das hat 2.000. Aber wenn ich dann halt für 10.000, 12.000 verkaufe, da ist natürlich trotzdem ein dicker Gewinn. Was haben wir da jetzt eingestrichen? Schauen wir hier oben nochmal. Ah, ich habe das Addon gar nicht an, perfekt. Naja gut, ich glaube 700k war auf der ersten Seite und dann waren es so ein paar zusätzlich, vielleicht 1 Million oder so, würde ich jetzt mal schätzen. So Pi mal Daumen. So, jetzt locken wir hier nochmal um auf den Hexer, dass wir das Gold da noch rausnehmen. Und derweil schauen wir jetzt hier mal ein bisschen, was da im Postkasten drin ist. Also wir haben ein bisschen über 5,1 Millionen, so rum. Und jetzt gucken wir einfach mal, was da so im Postkasten drin ist. Also wie gesagt, die meisten Sachen sind wahrscheinlich diese Legendary-Dinger und diese aktuellen PvP-Zeug. Zwischendrin ist nur ein bisschen, ja, sind ein bisschen Matz gestreut, sind Tränke, das sind Kräuter, das ist alles mögliche, was ich da halt so krieg. Und das schauen wir jetzt mal zum alles rausnehmen. Aber auch hier seht ihr, da sind diese Knochenweste, ne, sind hier im Schnitt für 2, 3, 4.000. Und die haben wirklich halt keine 1.000 Gold Kosten. Also da merkst du den Unterschied zwischen Antoninus und Blackmore, dass hier... Lederer sich auf Blackmore noch wesentlich mehr lohnt als auf Anto, ne? Da sind halt die Preise ein bisschen besser.
Ich habe auch teilweise überlegt, diese Legendary-Dinger dann noch auf anderen Servern herzustellen, weil wie gesagt, es ist ja nur Rang 1. Aber da die Preise jetzt auf den meisten Servern eher nach unten gehen und die Leute, die ihr T-Mog haben wollten, die haben das wahrscheinlich jetzt schon mittlerweile aus dem Haar gekauft. Kannst du es wahrscheinlich eher knicken. Hier unten habt ihr jetzt gerade noch gesehen, diese PvP-Teile, da waren die teilweise nur bei 400 Gold, wo ich die verkauft habe. Ne? Ich hatte einfach so viele Massen. Vielleicht haben deswegen die Leute mich dann hardcore undercuttet, um die Preise einfach runterzutreiben. Aber ich habe versucht, einfach den ganzen Stuff loszuwerden. Ne? Ich habe es hauptsächlich für das Achievement hergestellt, dass ich dementsprechend diese 1000... Aufträge machen konnte und die Preise, während ich die jetzt die letzten Wochen im AHA hatte, sind halt ziemlich geschwankt. Ne? Teilweise waren sie dann im Plusbereich, manchmal waren sie wie jetzt gerade, dass sie nur noch 400 Gold im Auktionshaus waren, im Minusbereich und ja, ich hatte den ganzen Postkasten voll, beziehungsweise ganze Inventar voll und dann dachte ich mir, komm, einfach ins AHA mit dem ganzen Rotz, wenn ich ein bisschen Minus mache, ist auch nicht so wild. Ah, und ich dachte es mir schon, da kommen auch noch ein paar Items raus, seht ihr das? Ich dachte mir schon, das kann nicht alles Gold sein. Jetzt muss man gucken, wie viele Items da jetzt noch einmal, wie viel ich da noch rausfischen kann. Da sind ein paar tatsächlich auch noch verschütt gegangen. Die müssen wir jetzt danach noch ein bisschen einstellen. Da kommt doch noch ein bisschen was rum bei. Ja, mal schauen, was wir an Gold auch plus machen, ne? Ich bin gerade überlegen, wie viel ich von jedem Item hergestellt habe. Ich glaube, 20 bis 30 von jedem, ne? Und ich hatte ja... Lass mich mal überlegen. Es sind, glaube ich, immer 8 Items. Oder? Es ist, glaube ich... Was kannst du denn herstellen? Ich meine, es sind 8 Items. Ne? Du kannst herstellen Kopf, dann die Brust, dann Handgelenke, Hände, Gürtel, Hose, Schuhe kannst du herstellen. Ah, ne, das sind 7. Ne, 6. Und der Ding... Umhang 7 sind's, ne? 7, ja. Ah, seht ihr, da sind auch noch mal einige T-Mog-Sachen. Ich habe teilweise so viel Zeug verkauft, dass die jetzt zwischendrin hängen geblieben sind. So, dann können wir die jetzt noch schnell einstellen. Die einmal wegbringen. Wenn das hier durchläuft, hätte ich gesagt, gucke ich bei dem Hexer. Das ist jetzt der Hexer auf Anto, der steht nämlich auch hier bei dem Becken. Ne? Ich mache das dann immer parallel mit 2 Chars oder teilweise sogar mit 4 Chars. Ich habe meine einen Accounts wieder reaktiviert. So, das können wir jetzt rausnehmen und schon mal gucken, wie viel wir jetzt auf dem Second Account haben. 35.886. 35.000. Sagt 800, das ist jetzt nichts. 86. Ja, auf dem Second Account haben wir ein bisschen mehr als 2 Millionen sogar plus gemacht, das freut mich. Also es hat sich schon rentiert, die Legendary Base Pieces zu verkaufen. So, jetzt schauen wir mal, dass wir den ganzen Schmarrn reinschmeißen. Naja, das habe ich gemeint, ne? Das macht ja das ganze Inventar voll. Ich sage mal so, wenn ich es jetzt aus Goldgründen gemacht hätte, dann hätte ich natürlich nicht so viel auf einmal hergestellt. Ne? Das war ziemlicher Käse, wenn wir ehrlich sind. Aber ich wollte das Achievement fertig haben, ne? Und bevor ich dann halt irgendwas crafte, was ich halt nur herstelle, um es dann wegzuschmeißen, dachte ich mir, stelle ich diese PvP-Teile noch her, wo ich dann vielleicht noch ein bisschen Gold mitmachen kann. Aber ich glaube, hier mit den Sachen, die ich für unter 1000 Gold jetzt hier reinhaue, weiß ich nicht, ob ich da wirklich noch was mitmache. Ne? Da sind es wahrscheinlich gleicht sich so aus. Die einen Sachen gehen quasi in den Miese-Bereich und die anderen machen ein bisschen Gewinn noch und naja. Also... Goldtechnisch habe ich da wahrscheinlich nicht viel gewonnen. Aber sei es drum. Achievement habe ich abgehakt. Muss ich mich da nicht mal drum kümmern. Weil mit diesen öffentlichen Aufträgen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da sind so wenig drin, ne? Wenn er da dieses 1000 Achievement machen will. Und jetzt kannst du, glaube ich, auch nur noch 4 Stück pro Tag machen. Und ich habe am Anfang der Expansion auch noch ein bisschen Gold damit gemacht, dass ich quasi... im Handelschannel gepostet habe. Ab und an poste ich auch immer noch im Handelschannel. Ne? Ich habe ja meinen Lederer komplett ausgeskillt, was Lederrüstung angeht. Und Schmied habe ich komplett ausgeskillt, was Waffen zumindest angeht. Ich bin jetzt gerade auch ein bisschen dabei, so ein bisschen noch auf quasi die anderen Sachen weiter zu skillen. Ne? Beim Lederer auf Kettenrüstung und beim Schmied auf Plattenrüstung. Aber das mache ich jetzt weniger aus dem Grund, dass ich sage, okay, ich will da jetzt Gold mit verdienen, sondern eher aus einer Collection-Sicht, ne? Dass ich da halt sage, okay, da kann man noch das ein oder andere
quasi mitnehmen, um dementsprechend, also warte mal, das wollte ich jetzt so nicht machen, alles rausnehmen. Einfach, dass ich halt das vervollständigen kann, ne, aus einer Collection-Sicht. Aber naja. Viel verkaufen tue ich nicht mehr, ne? Wenn ich poste, meldet sich ab und an noch einer, dann kannst du noch ein bisschen Gold über die Provision machen, aber rentieren tut sich das nicht. Ist ein bisschen schade, ne? Die Grundidee von dem ganzen System fand ich ja nicht schlecht, aber jetzt, so wie es am Ende quasi die Ausgestaltung ist, kannst du es halt leider vergessen. Also zumindest aus einer Goldmaker-Sicht, ne? Am Anfang hat man ganz gut Gold gemacht, aber das ist leider dahin. Jetzt muss ich mal gucken, was da noch jetzt noch alles an Zeug drin ist. Ah, ich habe mich schon gewundert, wo mein ganzer T-Mog-Stuff gelandet ist, ne? Das war jetzt unter dem Gold begraben. Anscheinend habe ich den Postkasten nicht oft genug ausgeleert. Aber es muss mindestens 200 Jahre alt sein. Stellen wir den ganzen Käsen ein. Ihr seht, hier habe ich halt auch noch einiges. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht zum Zeigen. Von diesen Inselexpeditionen, ne? Ich habe mal vor einer Weile angefangen, meine ganzen Münzen auszugeben. Und zwar war da die Intention dran, dass man aus diesen Inselsäcken, ne, wo man hier diese Dublonen für ausgeben kann, auch Ruftokens rauskriegt. Und diese Ruftokens wollte ich wiederum nutzen, um bei einem Twink ein paar Fraktionen hochzuballern, weil ich da halt noch Rezepte gebraucht habe. Ne? Das Problem ist, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, diese, wenn dann waren sie nicht, na, ich glaube, ich konnte diese Ruftokens, konnte ich dann nicht auf die Twinks schicken, ne, es gibt da, glaube ich, irgendwie zweierlei. Es gibt dann die einen, die kannst du verschicken und die anderen konnten sich irgendwie nicht verschicken. Auf jeden Fall war das für diese Ruftokens eine Nullnummer. Aber der nette Nebeneffekt war, ich habe einen Haufen von diesen T-Mark-Sachen rausgekriegt und die sind auch tatsächlich relativ selten. Dementsprechend kosten die viel, ne, seht ihr die Brust hier 150k, die Handgelenke sind es auch nochmal 44k, also wenn ihr jetzt da jemand seid, der vielleicht auch noch damals ziemlich viele Inselexpeditionen gelaufen ist, dann guckt mal eure Charts durch und guckt mal, warte mal, wo ist es denn? Battle for Azeroth müsste das sein. Für diese Seefahrer-Dublonen. Und ich hatte da auf einigen Twinks noch ein paar, weil ich bin diese Inseln hoch und runter gelaufen, ne? Unter anderem halt für diese Mounts und da gab es noch ein paar andere Sachen, die halt selten waren. Und dementsprechend, ich hatte da also Zehntausende von den Dingern. Und ja, einiges hatte ich auch schon in BFA damals ausgegeben, ne? Aber das meiste Zeug hatte ich noch, weil ich schon wusste, okay, ein paar Expansions später wird es wahrscheinlich wesentlich mehr wert werden, ne? Vielleicht solltet ihr nicht den Fehler machen, den ich gemacht habt und dementsprechend alle auf einmal ausgeben, sonst habt ihr halt so wie ich jetzt ewig viel von dem Stuff und seht ihr, da ist noch mehr von dem Zeug, ne? Also ich habe von jedem von den Teilen, weiß ich nicht, 10 oder so, 15? Ich habe jetzt schon ein bisschen was auch abverkauft, aber immer noch sehr, sehr viel Zeug. Und ja, das versuche ich jetzt so nach und nach wegzukriegen. Ab und an verkauft sich immer noch was. Aber ja, wenn ihr jetzt, wie ich vielleicht, oder noch mehr hattet als ich, also 10.000 Münzen aufwärts, vielleicht mal 2.000, 3.000 ausgeben, Zeug abverkaufen, nächsten Münzen ausgeben. Das ist so der Way to go, würde ich mal behaupten. Was ich dann halt auch noch habe, sind halt teilweise so alte Pets, ne? Teilweise... Wenn ich halt irgendeinen alten Content laufe, kriege ich dann halt immer wieder Pets. Die packe ich dann in den Käfig ein, hau die ins Auktionshaus rein. Oder hier zum Beispiel habe ich dieses Schneeklauen-Junges. Da gibt es so ein Pet, da muss man einfach nur einen Titel haben. Und dann kann man das eintüten, das Pet. Und das hatte ich, oder da muss, glaube ich, noch so ein Fleisch haben. Ein Video habe ich auch schon für aufgenommen. Und ja, da habe ich mir einfach ein paar von den Pets geholt und dachte mir, ja, die sind immer nicht sonderlich häufig drin auf den meisten Servern, habe mir ein paar von denen geholt auf verschiedenen Servern, quasi ausgepackt wieder und, also ausgepackt meine ich aus dem Pet-Journal auspacken in den Käfig rein, ne, und habe sie dann ins Haar gehauen. Das Blöde ist, eigentlich wollte ich jetzt gucken, ob sich die Dinger verkaufen. Das Ding ist, ihr seht, da ist einiges von meinem Stuff unter die Räder gekommen, war jetzt unter dem ganzen Gold drin, deswegen konnte ich es nicht mehr ins Auktionshaus hauen, heißt, ja. Ich habe mich auch schon gewundert, warum ich nur noch so wenige Items im AHA habe, ne? Und warum ich so viele Verkäufe habe. Ja, ist natürlich klar, wenn die Hälfte im Postkasten drin hängt, dann verkaufst du natürlich nichts. Naja, gut. Ist nicht so wild. Die Dinger sind quasi jetzt nicht kurzfristig was wert, sondern die werden auch noch länger ein bisschen was wert sein. So, jetzt hoffen wir, dass wir da jetzt nur noch Gold drin haben und dass da nicht noch mehr Items hängt. Und hier seht ihr diese Draconium-Stulpen, das ganze Zeug, das ist alles dieses PvP-Gear, wo ich halt zu Massen hergestellt habe. Also da ist noch richtig viel Stuff drin. Es sind immer noch 500 Mails. Ja, und ihr seht, da habe ich es ja auch wahrscheinlich dann einfach zu günstig drin gehabt. Da hat einer dann
einfach den kompletten Posten aufgekauft. Aber es sei den Leuten gegönnt. Ich weiß nicht, ob die das dann flippen konnten, ne? Ich bezweifle es eher, weil Leute halt das Zeug auch teilweise zum Skillen benutzen. Deswegen bezweifle ich das jetzt eher. Wobei, da habe ich auch mit einigen ein bisschen Gewinn gemacht. Ne? Wenn ich die für 1000 irgendwas verkaufe, dann ist da auch schon ein bisschen Gewinn dabei. Haben wir hier noch ein paar Mats sind da noch dabei. Ja gut, da seht ihr, da sind 500 Gold, da habe ich auf jeden Fall miese gemacht mit den Dinger. Auf jeden Fall nix. Ich hoffe mal, dass das alles noch Gold, die fehlen hat, ne? Nicht, dass da wieder ewig viele Items eingeschlossen sind. Was mir jetzt auch gerade noch auffällt, hier dieser Stuff, da habe ich das T-Mog nicht mehr gelernt, ne? Das müsste ich mal noch schauen, ob ich irgendwo noch einen Plattenträger habe. Ich glaube, hier auf Blackmoor habe ich jetzt aktuell noch keinen gelevelt. Aber das muss ich dann auch selber noch lernen, ne, fürs T-Mog. Aber das hat Zeit. Aktuell bin ich jetzt nicht sonderlich viel am Char-Leveln dran. Aber wenn ich mal wieder ein bisschen Zeit habe, werde ich vielleicht mir nebenbei ein bisschen über Pet Battle den einen oder anderen Char hochleveln. Und der freut sich dann, wenn er ein bisschen Gear kriegt. Ist jetzt irgendwie nichts Tolles dabei, oder? Es ist halt alles, es ist tatsächlich alles dieses PvP-Zeug. Ich habe da so viel drin. Was habe ich hier verkauft? Da habe ich Frostbiss-Schuppen verkauft, okay. Hatte ich anscheinend noch über. Ah, guck mal, da haben wir ein paar alte Legendary-Dinger. Da habe ich für 30k ein Legendary-Teil verkauft. Jetzt haben wir hier 16k. Schild des Handwerkers. Was ist denn das? Ach, das ist ein Toy, ne? 5700. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da großartig Gewinn mitgemacht habe. Ah, ich glaube schon. Die sind relativ günstig, diese Toys. Ich glaube, unter 1000 Gold zum Herstellen. Und hier habe ich tatsächlich auch die Leder Legendary Items. Ja, so im Schnitt für vielleicht 4000 verkauft. Das ist auf jeden Fall auch im Gewinnbereich. Ah ja, seht ihr, da geht's Gold nach oben. Ja, ich denke mal, 2-3 Millionen habe ich auf jeden Fall plus gemacht, overall. Dafür, dass ich jetzt gerade nichts Aktives mache, ne? Ich mache keine Council-Scans, ich mache keine, keine großartigen Crafting-Sessions. Ich habe aktuell, wie gesagt, auf den einen Twinks ein paar Legendary-Dinger, Maha, und hier halt noch das alte Zeug, ne, was halt weg muss. Aber sonst habe ich ja jetzt nicht großartig, quasi Stuff im Aha, was ich halt immer und immer wieder nachcraft, ne? So, jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt hier gelandet sind. 22.839.000. Ah, wir haben bei beiden ein bisschen Plus gemacht, ne? Hier haben wir etwa 1 Million Plus gemacht, da haben wir etwa 2 Millionen Plus gemacht. Ja, 3,2 Millionen haben wir Plus gemacht. Und hätten wir die Konsumausgaben nicht gehabt, ne, die ja nichts mit dem Goldmaking zu tun haben, hätten wir sogar 4,5 Millionen plus gemacht. Ja, dafür, dass ich jetzt goldtechnisch eigentlich nicht aktiv was gemacht habe, sondern alle 1 bis 2 Tage nur meine Auktionen reinhau, ist es nicht schlecht. Kann man nicht motzen. Natürlich muss ich jetzt irgendwie mal wieder gucken, ne, wenn ich größere Ausgaben in Zukunft habe, dass ich wieder mir einen aktiven Weg suche, um Gold zu machen. Ich habe schon überlegt, ob ich wieder irgendwas boosten soll oder so. Aber naja, zumindest, solange wir langsam zumindest nach oben gehen mit dem Gold, ist es soweit okay. Wir sind jetzt auf dem Stand angekommen von 58,7 Millionen, ist ganz nett, aber wie gesagt, wieder über die 100 Millionen oder hier die 200 Millionen, die wir zu Ende Shadowlands hatten, wäre natürlich schön. Gut, damit sind wir am Ende von dem kleinen Gold-Tagebuch-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euch klar, bis zum nächsten Mal, ciao.